Sind die Computer jetzt dran? Ja. Okay, so, wir gehen mit ihr jetzt wieder zurück komplett. So, mit ihm auch sowieso zurück. Und hier kann ich jetzt endlich das hier bauen. Und mehr davon, mehr davon. Hab ich schon mal hier. Gut einhalten. Und wir könnten hier noch ein. Die Bauliste ist voll, fick dich doch. Jetzt habe ich gebraucht. Ich habe irgendwas, habe ich Schimmergewebe gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr für was. Ach so, für das hier. Die Gießerei, ne? Da brauche ich aber auch himmlisches Erz. Also ich muss die ganzen hier oben jetzt klären. Gehen wir mal kurz hier hin. Riskant, ne. Guck ich mir jetzt nicht an. Schon mal hier hin. Dem habe ich wie viele Einheiten? 14 Musketiere und 6 Kriegsasser. Also. Ja, mit dem muss ich auch erstmal. Egal, ready. Geht ja flott hier. Zicke, zacke, zicke, zacke. Mhm. No money. Also ich will alle Entscheidungen leichter, ne? Bricktasche sagt direkt nein. No money, no bitches. Ja. Hier hin schon mal. Mit dem braucht. Warte mal, wir gehen hier mit dir. Erstmal. Die hatte Söldner gehabt. Ja, dann bauen wir das Ding hier. Und dann können wir theoretisch mit ihm noch weiter entdecken. Naja, da komplett nach links werden wir jetzt nicht hinlaufen. So, und wir brauchen jetzt Musketiere, Aasreißer und ja. Und ready.
Ja, das mit den Leuchtfeuern verstehe ich nicht. Habt ihr nicht auch schon eins entdeckt? Ich habe auch schon durch 2 oder 3, ja. Ja, siehst du? Vielleicht schließt das erst ab, wenn wir alle 25 haben, aber halt komisch, ne? Also dann sieht man halt den Progress gar nicht. Ich glaube, ihr habt diese. Obwohl, ne, doch, ist gut. Ja, Leuchtfeuer der Macht. Aber vielleicht braucht man nicht so ein normales, statt so ein gefallenes. Ja, aber steht das nicht da? Ach, stimmt, steht Leuchtfeuer der Macht. Stimmt, steht nicht gefallenes, da hast du recht. Also, man bräuchte vielleicht ein normales. Jetzt brauche ich auch ein bisschen Kohle. Jetzt erst, Kollege. Also, ja. So eine Goldmine habt ihr noch nicht gesehen? Gibt es sowas? Doch, ich habe, glaube ich, eine. Ich habe eine Wassermühle. Und die Wassermühle, warum? Achso, ja, produziert halt auch Gold. Ja. Weil die, keine Ahnung, Gold aus dem Fluss rausfischt oder whatever. Warte mal, kann ich die eigentlich. Ne, beanspruchte Gebäude kann ich ja nicht upgraden, ne? Nö. Schade, Schokolade. So, können wir hier hin? Ne, da ist kein Pfad. Hier können wir aber hin. Ja. Okay, es ist so. Hier Stein. Hä? Ne. Friedhof, hä? Okay. Haben wir schon mal. Wenn wir mit dem Kollegen jetzt hier die. Boah, 1400 kostet einer. Junge. Ah, ne. Bin auch gerade dabei. Junge. Plus Bernstein noch, ne? Also na gut, bei mir nicht. Das ist nicht so krass, aber. Junge, was hast du denn da? Die macht Beschwörungskreis. Spannend. Was man so drauf hat. Aber gut, jetzt auch nicht. Geld. Geld, wie bei Dings, die kleinen Krebse bei. Von Mr. Krebs. Geld. So, 3 brauche ich. Schimmergewehr brauche ich auch. Junge. Ja, muss man dann verkaufen. Geht, glaube ich, nicht anders. Erst verkaufen? Nee, meinst du? Kaufen. Ach, kaufen. Nee, ich habe hier ein paar. Ganz süß. Geht schon bei mir. So, das ist doch schon mal angemessen. Siehst du, angemessen? Das hört sich nach einem guten Wort an. Das ist für mich auch angemessen. Dann holen wir uns die Schimmergewebe hier. So. Let's go. So. Wir werden aber mit denen nicht. Hier. Nahkampf. Und die sind sowieso Nahkampf, ne? Ja. Okay, dann können wir auch mit denen vorgehen, mit den Kollegen. Also eigentlich macht es auch am Anfang, merke ich, nicht wirklich Sinn, die Einheiten vorzuschicken, weil je mehr Level, Level. Je mehr Runden vergehen im Kampf, desto mehr kriegst du ja von Essenzen. Und mit den Essenzen kannst du ja dann zaubern. Also lieber die Gegner einfach rankommen lassen. Oder sehe ich das gerade falsch? Kommt davon, worauf du gehst, ne? Ich glaube, Zauber geht nicht. Naja, gut, das stimmt auch wieder, ja.
du über viele Range-Einheiten hast, ne? Ob der Gegner Range-Einheiten hat und so weiter. Taktik. Das stimmt. Wird Taktik? Unga Bunga, nenn ich das. Weg mit hier. Lul. Okay. Die Dings gefallen mir richtig gut. Ich habe ja solche Einheiten, die einen Speer haben in der Hand. Und die sind zwar Nahkampf, aber die haben eine größere Reichweite durch den Speer. Das ist richtig cool. Hast du übrigens gesehen, Alex? Ich habe Dark Souls 1 durchgespielt, ne? Ja, Mann, Junge, Gwyn ist so krass gewesen, aber man hat meinen Lebensbalken nicht mal gesehen. Der so klein war, der, als ich Gwyn besiegt habe. Hat, glaube ich, keine Ahnung, 20 Tries oder so gebraucht. Und das Ende war halt richtig episch. Ich habe so ein Ende gekriegt, wo diese Schlangen, diese eine Schlange, die beim Firelink Shrine, ne? Mit der du dich halt porten konntest und die, wo du Gegenstände der geben kannst, damit sie auffrisst, ne? Die Schlange meine ich. Bei mir waren mehrere Schlangen, so 6 Stück oder so, links und rechts. Und die haben sich vor mir verbeugt und meinen so, ja, hier, der neue Herrscher oder so ist angekommen. Richtig geiles Ende. Jetzt Elden Ring. Ich glaube, ich mache mit Dark Souls 2 weiter tatsächlich. Aber ich könnte auch mit Elden Ring weitermachen, ja. Elden Ring, weil DLC kommt ja bald. Ja. Genau, passt dann. Mal gucken. Und Elden Ring habe ich schon gekauft, also eigentlich würde es Sinn machen, ja. So, was steht hier? Riskant. Warum ist das immer noch riskant für mich? Verarsch mich doch nicht. Dann kaufe ich halt mehr Einheiten. Gehen wir hier hin. Aha, der Vorrat ist leer. Ja, fantastisch. Das ist das, was man nicht hören will. So, und jetzt brauche ich noch... Ja, himmlisches Erz. Ihr seid schon ready, warten auf mich, okay. Und der hatte ich auch keine Bewegungspunkte, ne? Ja, okay, gut, dann bin ich auch ready. Ja, ich brauche als nächstes... Forschen, ne? Am besten. Je nachdem, der ist schon teuer. Brauchst meistens, keine Ahnung, 10 von irgendwelchen diesen seltenen Ressourcen. Echt? Ja, aber ich fange jetzt langsam an, dass ich jetzt das ganze Gebiet also die ganzen Viecher um mich rum halt töten kann. Das kannst ja eigentlich, auch wenn du nicht gebaut hast, siehst du ja schon die Kosten, was du brauchst, ne? Kannst ja gucken. Ja, ja, bei Forschen, ne, sieht man das. Was macht das? Nahkampfoffensive. Achso, es ist für jede Einheit ein anders, ne? 10 Schimmergewebe halt für ein Ding. Das ist natürlich insane. Ah, hier ist das. Wenn du die Handelsgilde hast, kannst du dann Wirtschaftsforschung machen und hier steht plus 1 zeitgleiche Gebäude Richtung pro Stadt oder Siedlung. Also da, Junge, das ist aber so spät, ne? Das ist ja insane. Boah. Naja. Anyway. So. Das haben wir, jetzt können wir... Ja, was für Pfad? Bist du behindert? Junge, ich will, dass du das Gebäude...
Wieso ist denn die jetzt ausge... Ach, egal. So, hier. Okay, wir holen uns einfach die Rohstoffe hier. Das ist ein Schild, hier können wir auch nicht mehr hin. Und die Rohstoffe, da Banditen. Achso, okay, da sind auch welche. Dann nehmen wir uns das hier noch. Und da ist auch noch Gold. Perfekt. So. Bam, bam. Und dann holen wir uns für 1400 noch ein, Kollegen. Ne, für 7. Achso, es gibt nicht. Ich hab nicht genug. Und dann gucken wir nochmal, was mit dem Kollegen ist. Ja, sehr gut. Jetzt steht angemessen da. Perfekt. Dann ab in den Kampf. So. Bam. So. Komm, haut drauf. Bam, Alter. Gut. Stopp, was ist das? Ne, ich brauch das hier. So, weg mit dir. Dann machen wir dem hier mehr Damage. Dann bam. Er lädt nach. Mit dem noch mehr Rüstung. Weg mit dir. Dann können wir direkt angreifen mit dem. Tschüss. Nice. Also ich bin mit dem Kampf fertig. Bin jetzt im Ladebildschirm. Als ihr kämpfen wolltet. Schon Stufe 5, Alex? Okay, beim Schluss? Nee, noch nicht. Ist teuer die Scheiße. Was? Ist teuer die Scheiße. Man hat doch nicht so viel Geld, ey. Was denkt die, wie ich bin hier? Jesus. Ich brauche mehr Einheiten, ne? Haben wir hier noch altes Lager? Naja, ich habe keine Lebenspunkte. Was haben wir besucht? Ich habe eigentlich genug Einheiten, um weiterzumachen, ne? Warte mal, gehe ich. Ne, nach oben gehe ich nicht. Ich bin unten. Angemessen, perfekt. Nächster Kampf, let's go. So. Jetzt mal die Einheit nicht bewegen. Wir hätten sogar hier ein bisschen nach hinten gehen. Da. Und jetzt direkt angreifen. Der Schaden 5 bis 7. Ja, wir machen die hier tot.
Morgen Hochzeit, Alex. Yep. Freust du dich immer noch? Das freut mich immer noch. Ich habe ja eher gesagt, dass ich noch nicht so geil war. Jetzt mal gucken. Sobald man da ist, geht's los, ne? Dann. Dann fließt Alkohol. Ja, für die anderen. Ich bin ja am Steuer. Wer heiratet denn? Kennst du nicht. Achso. Achso. Joa, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht ist das Essen dafür dann gut. Alle saufen und schon lecken. Lecker. Wo ist denn die Hochzeit? Döner. Wie bitte? Wo ist denn die Hochzeit? Ich glaube Richtung Dülmen irgendwo dort. Die was gemietet. Jetzt hier genau der Richtige da am Steuer. Taktik, alles Taktik. Was, verschenkst du einfach Geld, oder? Ja, ist ja eigentlich Standard. Ich glaube, auch eigentlich das Beste oder Einzige, was sich die Paare immer wünschen, ne? Wir müssen ja die ganzen Kosten wieder rausholen und alles. Wie viel verschenkst du? Machen 100 Euro pro Person. Ja, ist so nice. Alexa, 20 Euro. Das hätte man 1-2-0 abziehen können, aber ja, okay. Das ist eine Fernkampfresistenz. Ja, eigentlich ganz cool. Seid ihr schon fertig? Ja. Schon lange. 8 Vor Aas. Vor zwei Runden schon. Nee, Aasreißer oder nee, Erfahrung. Deine Truppe lang 30 Fernkampfresistenz. Nee, Nahkampfoffensive brauche ich. Er ist immer noch am Gucken. Kämpfe vielleicht gleich nochmal. Nee. Was? Nee. Ich kann ja noch ein Buch lesen. Ey. So, bin ich mit dem eigentlich schon fertig gewesen? Ich auch. Ja, mit dem habe ich keine Bewegungspunkte mehr. Ja, okay, da muss ich hin. Hast du was entdeckt oder was? Ja. Nice. Eine Kornkammer. Ich glaube, da wird Geld gemacht. Das kannst du Linksklick drauf machen, dann siehst du doch, was da produziert wird. Also, was du kriegst, sozusagen, auch runter. Ja, mache ich gleich, wenn wir wieder dran sind. Ja, das mit Computern ist auch ein bisschen nervig, dass die halt ewig. Ja, das auch hin machen, ne? Ja, das ist auch so. Oh, nice. Strahlender Tag. Ja, let's go. Nahkampfoffensive, Fernkampfoffensive. Sehr, sehr geil. Habt ihr das auch gekriegt oder nicht? Nee. Was anderes aber. Achso. Ja, ist auch nice. Die Einheiten haben sich wieder. Oh, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Verpasst, Alter. Ja, natürlich nehme ich das Item. Let's go. Wieso habe ich das? Ach so. Kann ich erst auf jeden Fall nicht. Was hier machen. So, hier ist ein Gegner. Hier ist noch was. Oh, hier ist. Nee, das ist. Ich habe hier wieder ein gefallenes Leuchtfeuer gefunden. Also anscheinend ist das schon das Richtige. Wird es ja nicht so viele davon geben, oder? Nur mal logisch gedacht. Ich muss mit dem jetzt zurück, ne? So, hier, Quelle der Macht vielleicht. Und dann hier hin. Ich muss bauen.
Okay, ich habe 22 von den Fetten. Das heißt, ich könnte... Wir gehen mit ihm hier hin und dahin. Da gehen wir hin. So, mit ihm haben wir eigentlich auch noch genug. Das ist riskant. Wir gehen einmal zurück, würde ich sagen. Dann kaufen wir den Kollegen hier. Dann gehen wir nochmal hier hin. Achso, das können wir nicht mehr kaufen. Ich habe ja alles aufgekauft. Aber wir könnten. Ah, hier ist auch. Fuck. Scheiße. Hätte ich mir die Baden eigentlich kaufen können, ne? Hier ist ja ein einfacher. Hätte ich auch mal machen können. Ich habe keine Bewegungspunkte mehr vom ganzen Mist. Jetzt brauche ich 8000 Gold, 50 Steine und 40 Holz. Stimmt, ich habe eigentlich noch eine kleine Baustelle. Wir bauen mal so einen Wachturm, falls was ist. War Alex geübter Kopf. Guckst du richtig konzentriert in die Forschung, ey. Alles teuer. Was machen, was machen? Am Ende nichts. Ich muss sparen. Dann nicht so wieder die mal 39 Ziegelsteine. Was ich damit alles machen könnte. Verkaufen, gleich, ja. Würdig. Dimitri! Ah, kann ich schon machen hier. Das ist gut. Diese gut. So. Das kann ich auch schon lernen. Ja klar, hau rein, mach die mal. Machen. Verbessern. Ich will gerade, ob ich die Gebäude, ob ich das Gebäude verlege. So spart man sich dann halt Bewegungspunkte. Wenn ich das hier nach oben packe. Hä? Hey, kannst du gar nicht. Ja, wenn ich verkaufe, meine ich. Und dann halt dorthin baue. Nee, das, was du gerade ausgewählt hast, ist auch ein mittleres. Und das ist ein kleiner. Das? Harima-Truppen, welche sind denn das? Ist nee, das ist mittleres. Das hier. Achso, mit oben meinst du, okay. Also ja, genau, hier meine ich. Ja, aber inwiefern spart er die Bewegung? Achso. Ja, weil ich halt hauptsächlich mich hier bewegen muss, weißt du? Im Norden. Weg, dann nicht dahin latschen muss. Hier ist ja eh nichts, ne? Rechts von mir, deswegen. Ich verstehe gerade nicht, was mit Harima-Truppen gemeint ist. Okay, dass es jetzt so viel gibt. Welche Truppen also, sind denn das? Du musst ja nicht das? Nach rechts, ne? Wenn du in deine Stadt läufst, kannst du ja sowieso alle kaufen. Du musst ja nicht mal zu einem Gebäude. Das sind die. Echt? Oh, ja, alle. Ja. Gut, dass du sagst, wie denn? Geh auf in deine Hauptstadt und dann kannst du immer alle kaufen.
Ah, hier, Status Harima. Status Mensch. Also, wenn du dahin gehst, dann gibt's ja so eine Option nach dem Motto kaufen. Und dann kannst du alle kaufen. Okay. Nahkampf, die brauchen Verteidigung hier. Verteidigung ja, brauche ich und. Na gut, dass du sagst. Jetzt brauche ich auch nicht unbedingt, aber das hier Verteidigung, damit die richtig schön fett sind. Wo ist denn das Radius? Ist vom, vom Gelände. Weiß ich nicht, muss so in die nächste Runde einfach mal gucken. Gut zu wissen. Ja, dann ist es ja wirklich egal. Was hast du jetzt rausgefunden? Ich habe das nicht gerafft, weil ich selber ausgeguckt habe. Gib aber ab, kann ich so lange erklären. Wenn du Truppen kaufen willst, musst du ja nicht zu jedem einzelnen Gebäude laufen. Einfach in deine Hauptstadt, ne? Von dort aus kannst du alle kaufen. Einfach in die Stadt gelaufen. Willst du mich verarschen? Junge, was ist das auch nicht? Lauft jedes einzelne Gebäude ab, oder was? Was ja, soll die Scheiße? Junge, das ist ganz gut. Du sagst das doch nicht eher, ey. Ich wollte gerade sagen, ey. Vor allem das Ding ist, ich habe das ja ganz am Anfang, als wir angefangen haben, habe ich irgend sowas gesagt. Und du hast das nur so. Du hast mich nicht wirklich bestätigt, sondern so. Naja, keine Ahnung, vielleicht. Boah, ich meine, ich habe das bestätigt gesagt. Bin ich mir sicher. Was da, ey? Das, wo ist die? Da ist die. So. Wo kann ich das jetzt, Alex? Ja, klick auf deine Stadt mit rechtsklick, dass du sozusagen in die Stadt reingehen willst. Ach, also doppelt, also geh, dass du in deine Stadt gehen willst. Ne, du hast ja auch schon dieses Symbol und da zeigt er dir schon verfügbare Truppen an. Du musst aber auch schon dahin gehen, ne? Wenn du keinen Bewegungspunkt hast. Dann. Ach so, ich muss wirklich zum Schloss. Okay, ich dachte auch, im Gelände kann ich. Okay. Ne, jetzt Truppen einberufen. Hm. Und dann kannst du alle kaufen. Ah, das macht es ja einfacher. Und wie hole ich die mit? Ach so, ich muss einfach den Typen auswählen. Ich muss erst eine Einheit, also meinen Hüter auswählen. Dann gehe ich auf das Hauptgebäude mit Rechtsklick, ne? Oh, Scheiße. Egal. Und dann kann ich Truppen einberufen. Ah ja, okay, alles klar. Die sind dann auch alle, ne? Oh mein Gott, das ist so viel einfacher. So eine Scheiße. Das ist eine Verarsche. Ja, was denn, Alter? Das ist doch voll die Verarsche. Machen wir die noch? Ja, die brauchen wir auch. Aber was machen die Dingseinheiten? Oh, Alter, was? Schaden 15 bis 20? Oh, die Shit ist ja insane. Den Schaden, die haben, aber. Was war Initiative? Initiative ist einfach Bewegung, oder was? Ja, die Reihenfolge im Kampf, wer zuerst drankommen darf und so weiter. Ach so, okay. Das heißt, desto höher, ne, desto wahrscheinlich das kleine Truppen zuerst. Konnte man jetzt Stufe 1 in Stufe 2 Truppen umwandeln? Irgendwie? Ja, ja, kannst du auch im Hauptgebäude. Also klick mal da rechtsklick und dann unter Truppen einberufen, die Option. Ja. Truppen aufrüsten. Nein, nicht Truppen. Ja. Ach, da ist Truppen aufrüsten zurück. Ne, wir zurück die mal. Ach, da Truppen hier. Steht. Aufrüsten unten. Okay. So, wir gehen hier einfach schnell. Okay, okay, okay. Wegen Erfahrung. So, Kampf. Kampf. Komm an. 2 Meter. Mach dich kaputt. Nee. Wir warten jetzt einfach. So, mit dem hier gehe ich noch ein bisschen. Naja, ich gehe auch nicht ran. So, hier.
Komm mal zu mir, Kollege. So, jetzt können wir, kann ich nämlich das hier machen. Nee, stopp. Das hier. Was ist gebaut? Dann können wir warten, 50 Volt. Warten. Und okay. Hier mit dem hier das. Und dann warten wir auch. Getötet. Na, egal. Nicht so wichtig. Was? Shit happens. Shit happens. Weiter geht's. Also ihr könnt jetzt kämpfen. Wir wollen den nächsten Zug machen. Junge, was ist los, Alter, hier? Kampffatigue oder was? So. Was soll das denn, Alex? Jetzt mal gucken, wie das hier aussieht. Junge. Wie kommst du jetzt da drauf, ey? Ich hab lange, weil er so lange Riecher nicht weitergibt. Okay. Und? Ich glaube, du brauchst dafür einen, hier, wie heißen diese ganz breiten Desktops. Ich kann ja auch sonst die Kamera an das Ding so ran. Immer die ganze Zeit hier so flotzen. Ich meinte, weil du so breit bist, brauchst du so einen ganz breiten... Ach so, meinst du das? okay. Curve-Dingens. Naja. Curve-Monitor? Wie viel machst du, Alex? 3,5 bekommen hast du? Okay. Oh, Runde oder was? Gold? Hier ist eine Goldmine, die muss ich mir holen. Ist wirklich riskant ist das, obwohl ich... Oh, nice. Das wird gemacht. Das wird gemacht. Riskant, dann gehe ich nochmal zum Hauptgebäude. Dann holen wir uns noch so einen fetten. Dann holen wir uns mehr. Dann holen wir uns die. Wird das jetzt nochmal mit der...
Hexerei brauche ich himmlisches Erz. Okay. Scheiße, das ist für riskant, Alter. Fuck off, ey. Ich mach das jetzt. Und tot. Und gleich tot. So waren seine letzten Worte. Das ist für riskant. Gib dir gleich riskant. Mama, hol mich ab. Nee, mal gucken. Mal gucken, was wir hier machen können. Okay, das können wir doch irgendwie machen, auf jeden Fall, oder? Ich kann ja nicht mehr. Wieso bist denn du jetzt so, Alter? Ich brauch Geld. Au, okay. Aber guck, Alex, das geht hier auch, ne? Diese Soldaten aufrüsten. Nee, jein, also das sind die, die du im Gebäude hast, die kriegst du nicht direkt zu deinem Helden. Weil bevor du das Gebäude aufgerüstet hattest, hast du ja schon welche erzeugt. Die sind jetzt gerade im Gebäude drin. Wenn du dort aufwertest, dann hast du die aufgewertet und kaufen. Wenn du die dort aufwertest, hast du die nicht direkt zum Helden. Also würde ich trotzdem machen, ne? Weil du kaufen kannst. Hä, wieso gehst du da ran, du Opfer? Du bist doch Fernkampf, du Schwachkopf. Okay, ich hab's auch geschafft. Okay. Jesus, Alter. Ja, so viel habe ich jetzt nicht verloren, aber. Bin ich ein bisschen unlucky. Was habt ihr von Aufwerten gelabert? Ich hab das nicht gerafft. Oh Mann, ey. Das Aufwerten innerhalb von den Gebäuden oder was? Also nee, von den Kampfgebäuden? Wenn du mit deinem Helden bist und in der Stadt, um alle Truppen zu kaufen. Mhm. Dann wird dir auch gezeigt, dass du die aufwerten kannst, also die Stufe 1 auf Stufe 2. Die Einheiten. Genau. Ich bin bereit, ich bin bereit. Nö, ich bin nicht bereit. So, das haben wir alles. Jetzt gehen wir weiter nach oben. So, und ich wollte Einheiten kaufen. Ah ne, wir haben das ganze Vorratslager ist ja leer. Habe ich überhaupt noch... Das hier noch. Das heißt, wir gehen immer noch riskant, Alter. Ja, dann werde ich jetzt auch einfach bereit machen, würde ich sagen. Nächste Runde mir noch ein bisschen Einheiten kaufen. Also schon eine weitere Siedlung gefunden, Alex? Ist ja noch nicht, ne. Okay. Vielleicht in der Mitte. Sonst gibt's mal, das, ja? Ja, es gibt auch neutrale manchmal. Kommt immer auf die Map an. Also ich sehe hier bei mir schon eine. Da gehe ich gleich hin. Wo? Oh, Alex, it's free real estate. Ich will aber nur gucken, wie es aussieht. Genauso wie hoppala! Da. Tiba, ich habe aus Versehen Rechtsklick gemacht. Das Beanspruch. Ich wollte doch nur gucken.
Ich wollte doch nur gucken. Riskant? Are you serious? Ja, dann geht die Base zurück. Komm, ey. Schauen wir das nicht nochmal an. Was soll okay, der Stoff? Mein Bogen. Fetten kaufen. Und die sind komplett useless gefühlt. Also hier ein. Und die Fähigkeit, die Fähigkeiten von den Truppen, also von den einzelnen Einheiten, machen die automatisch, diese Fähigkeit? Oder nee, was? Nee, musst du selber aktivieren. Also es gibt die muss passive, ich aktivieren. Es gibt passive, dann steht einfach, keine Ahnung, gibt die einfach nur 10 Angriff mehr oder so irgendwie im Umkreis für deine. Aber es gibt auch welche, die du aktivieren kannst. Da ist auch dein Button unter deinen Einheiten. Achso, also bei den Aktiven ist ein Button drunter. Das heißt, genau. Und bei den nicht, also das heißt, diese Barden, die sind ja passiv einfach. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich habe zumindest keine Taste bei denen gesehen. Ja, dann machen die passiv irgendwas. Ja, alles klar. Wenn die was Aktives haben, dann ja. Wenn deine Einheit dran ist, dann ist da so ein gelb-goldener Button unter denen bei dem Namen. Okay. Gut zu wissen. So, wir brauchen die und wir brauchen die. Gut, und dann können wir jetzt mit dem. Ja, sehr gut. Angemessen. Angemessen. Stand, are you serious? Aber egal, wir holen uns erstmal das Ding hier, glaube ich. Beziehungsweise nächste Runde eher. Mit dem können wir auch nicht mehr latschen, dann bin ich ready. Ich brauche noch eine mittelgroße Baustelle. Was brauche ich denn hier? Hüpfler brauche ich gar nicht, ne? 7 bis 9 Schaden. 30 Leben. Achso. Okay. Sag doch, dass ihr ready seid, Junge. Ich kann mich ja noch ein bisschen umgucken, was ihr was macht. So, können wir hier mal gucken, was es hier schönes gibt. Geld, Friedhof, Schatzkisten, alles Mögliche. Also ich könnte Hauptgebäude einfach. Das? Ja. Ach so oder so. Angemessen. Das hört sich gut an. Ey, Dima, mach doch nicht diesen! Du jetzt warten. Ich jetzt kämpfen muss. Ich kämpfe nicht, Ungabunga. Kannst auch unten recht schnelle Schlachten nehmen, ne? Kämpft der Computer für dich. Ja, macht er das auch gut? Keine Ahnung. Sagen wir jetzt mal ja. Damit es aber schneller geht. Was jetzt wohl passiert, bin ich mal. Also wenn man manuell macht, ist klar natürlich besser, ne? Weil bei der Computer geht dann immer vor und kämpft. Aber das Ding ist, je nachdem wie gut du halt bist, das ist das Problem, glaube ich. Ja. Also wenn die Gegner mir vorher angesagt wurden, hier so nach dem Motto grün, dann lasse ich Computer kämpfen, dann einfach sonst Zeit verschwenden. Stimmt eigentlich, gut, ja.
gucke ich selber, damit ich nicht zu viel verliere. Das stimmt eigentlich, ja. So, Truppen einberufen. Ich brauche den fetten Kollegen. Ich brauche mehr Damage, theoretisch. Ich brauche das. Die haben halt nur 30 Leben. Haben die nicht alle 30 Leben gefühlt? Die haben sogar weniger. Kosten so viel, diese Dreckseinheiten. Ja, erstmal die Musketiere. Dann die fetten Hyänen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir noch die Dudelsackspasten. Nee, wir nehmen die hier. Wir nehmen die hier und dann gehen wir. Sehr gut, dann gehen wir dahin. Irgendwie in die Richtung. So, dann kämpfe ich erstmal hier, würde ich sagen. Gibt man was für Truppen auflösen? Ich glaube nicht, ne? Glaub nicht. Nee, glaube nicht. Alle glauben nicht, okay. Sicher? Ja. Nee, wir machen keinen Vorrücken. Das hier, dann stellen wir uns auf die hohe Plattform. Dann machen wir das. Bam. Uff. Das ist jetzt natürlich. Ach ja, ich bin ready. Jo, ich auch. Schon wieder müssen wir abgeschaut werden. Ja, kämpfen! Mal schnelle Schlacht. Nee, sonst verliere ich hier, Alter. Das ist nichts mit schnellen Schlacht. Gar nicht. Gar nicht. Nichts. Computer sagt nein. Das ist hier. Ich hab grad mit einem, die noch Level 1 ist, also mit meinem dritten Hüter. Deswegen, nee, nee, nee. Kann ich das nicht machen? Jetzt hast du eigentlich schon Schloss auf Stufe 4, Grisha? Ja, klar, schon lange. Okay. Stufe 5 brauche ich erstmal nicht, weil ich die Forschung noch nicht habe. Weil mir fehlt noch das eine Erz. Das himmlische Erz, was ich jetzt aber gleich nach dem nächsten Kampf bestimmt kriege. Stufenaufstieg und dann nehmen wir. Bin dumm, ich frag trotzdem nochmal nach. Initiative über was? Reihenfolge. Die Reihenfolge im Kampf. Ah, die Reihenfolge. Okay. So, und dann gehen wir mit der direkt zum Hauptgebäude wieder. Und mit dem Kollegen kämpfen wir jetzt nochmal. Kampf! Ich möchte einen Kampf. So. Schon wieder kämpfen. Ja, klar. Die Einheit lassen aber den nur umfighten. Ja, ich habe ja drei Hüter. Drei Versager, würde ich sagen. Hast du da Massenware oder wie kommst du? Aua, Alex, aua. So, den kann man auch direkt. Ne, wieso? Also eigentlich ist ja ganz gut anläuft. Bernstein, willst du freischalten? Was meinst du? Bernsteinmine. Mhm. Hast du nicht schon eine? Ist egal. Nee, ich frag ja nur. Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht so sicher. Den hier. Dann. Alter, wer hat die erlaubt, um mich hier ranzugehen? Was ist das für eine Scheiße? Geh mal weg, Alter. Na, hör mal, was ist das hier für eine Bombe? Geh mal weg. Dich aggressiv. Na, hör mal. Nein, 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 meine Barden. Nein. Warum seid ihr so schwach, ihr Arschgesichter? Hättest du mal den Computer fighten müssen. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Der hat die Bade direkt am Anfang vorgeschickt. Aber ist egal, ist nicht schlimm. War ein guter Kampf.
So, gleich der nächste. Nee, ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr. Boah, die Ladezeit enden. So, Stufe 5, let's go. Wir brauchen Truppen. Truppenschaden, ja, nice. Gold. Sache die Mine freischalten. Das hier, und jetzt habe ich noch ein bisschen Bewegung. Was ist der? Oh, jetzt fehlt der eine Schritt. Das wäre so jetzt einfach. Ja, das wäre bitter. Das war's. Wie viel Gold habt ihr pro Runde? Dick plus 6000. Was? Junge, ganz ehrlich, Dima, lass einfach ausloggen, Alter. Der kann die Map alleine weiterspielen. Nee, das holen wir noch ein. Junge, 6000, halt's Maul, ey. Dachte, ich bin hier schon gut dabei mit meinen 3300. Jesus. Ja, ne, wir warten erstmal. Machen erstmal das hier. Truppen einberufen. So, wir kaufen Kollege 1. Wir kaufen das. Das und das. Okay, und jetzt können wir mit dem hier direkt angemessen. Sag mir bitte, dass ich gegen den jetzt fighten kann. Ach, Alter, Dima, Junge, wie schnell bist du denn bitte? Naja, egal. Jetzt kann ich mit dem... Ja, hier ist nämlich das Erz. Perfekt. Kann ich mit dem hier fighten? So. Ich werde jetzt zweimal fighten oder dreimal? So. Der? Ach, der hat Fernkampf, der fuck off. Dann geh mal weg. Warum hast denn du Fernkampf, Kollege? Was ist denn für eine Scheiße? Mein Gott. Nachladen. Erz abgeholt. Ende der Macht. Das hier. Und dann holen wir das Gold direkt. Dann holen wir das hier noch. Noch mehr Gold. Und ja, das war's. Okay. Jetzt können wir nicht weiter nach links. Das ist ja voll doof. Dann müssen wir halt... nach oben können wir auch nicht mehr. Angern, ah ja, da ist der scheiß See. Es geht darum in die Mitte, ne? Ja, ich muss jetzt nach unten. Dann gehe ich zurück in die Stadt halt. Achso, warte mal, mit der kann ich jetzt kaufen erstmal. Mein Berufen. Ich mach erstmal aufrüsten. So, aufrüsten und jetzt einen berufen. Auch mehr von denen, mehr von denen.
Also Bewegungspunkte habe ich mit auch noch. Jetzt die Frage, wo gibt es die Einheiten in der Nähe? Die sehen easy aus. Sehe ich das hier richtig? Bis Schlossstufe 4 hat man nur einen großen Bauplatz? Mit Stufe 5 kriegst du erst den zweiten, ja. Ja. Brauchst du denn den zweiten, verdammt scheiße? Für Forschung oder so. Ich habe da halt für Kampfeinheit was gebaut. Ja. Okay. Müssen wir jetzt sparen oder was? Was soll denn die Scheiße? So, ich gehe in den zweiten Kampf. Let's go. Dann gehen wir, der hat Range-Einheiten, das heißt, wir warten einfach. Mit ihm warten wir auch. Mit dem gehen wir. Zielen. Ah, ich habe jetzt hier eine Fähigkeit mit dem Zielen. Ja. Okay, das war dämlich zu warten. Oha, jetzt habe ich hier 1000 verschiedene Fähigkeiten. Was ist das? 46 Schaden an allem Verursachten. Aha, toll. Das hat jetzt auch Damage auf meinen Einheiten gemacht. Fantastisch. Hatten wir jetzt natürlich sehr viel gebracht. Gut, ich wäre auch ready. Ich bin im Kampf. Nice.